Schönen guten Tag, Freunde des HSV oder die es noch werden wollen oder aber Fans von anderen Vereinen, die sich nebenbei noch für den HSV interessieren, gibt es ja immer wieder. Vor allen Dingen auch liebe Grüße erstmal an BeClub TV in Nürnberg. Den Kanal kann ich nur empfehlen. Und natürlich Hollis Sportkaschemme. Ein Kölner Fan, den ich jetzt vor 4 Wochen oder so entdeckt habe. Sehr interessante Sendung macht er auch über seinen 1. FC Köln. Und der sich natürlich besonders gefreut hat, dass der 1. FC Köln, nämlich seine Mannschaft, in der Relegation gegen Kiel 5:1 gewonnen hat, das Rückspiel, und somit in der ersten Bundesliga verbleibt. Also nochmal schon ganz lieben Gruß nach Köln. Ja, Mensch, bevor ich jetzt erstmal hier zu den angesprochenen Themen komme, mal ein paar Glückwünsche. Nämlich unser Bakary Jatta wird heute 23 Jahre alt. Wobei es mal wieder blöde Kommentare dazu gab, nämlich auf Twitter hatte der HSV, die Medienabteilung, das veröffentlicht und hat nur geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, und nicht das Alter dabei geschrieben. Und dann kam natürlich wieder jede Menge Kommentare, ja, zu welchem Geburtstag denn, zu wie alt würde er denn und bla bla bla. Gut, lassen wir jetzt mal. Also Bakary Jatta, heute 23 Jahre alt geworden. Unser Clubmanager Bernd Wehmeyer, ebenso 69 Jahre heute geworden. Auch da herzlichen Glückwunsch. Mensch, wie die Zeit vergeht. Ich kann mich noch daran erinnern, wo Bernd Wehmeyer in der HSV-Mannschaft spielte. Ist das jetzt schon 40 Jahre her? Oder 40, 35 Jahre? Ey, das ist doch Wahnsinn, ne? Ja. Jedenfalls Bernd Wehmeyer, herzlichen Glückwunsch, 69 Jahre. Und unser unvergessener ehemaliger Torjäger Toni Yeboah. Wer kann sich nicht an den Mann entsinnen? Wahrscheinlich nur die Älteren von uns, HSV-Fans. Toni Yeboah, 55 Jahre. Ich glaube, der hat auch sehr lange Fußball gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. So, ja, da war ja auch immer mit dem Alter nicht so klar, ob er nicht ein paar Jährchen älter ist oder so, ja. Aber egal, er hat immer auch bis ins hohe Alter seine Leistung gebracht und auch jede Menge Tore geschossen. Ja, dann Wagnermann, der hat zwar heute keinen Geburtstag, kann aber heute eventuell aber trotzdem feiern. Nämlich Wagnermann steht mit der U21 EM im EM-Finale der U21. Heute Abend gegen Portugal, 21 Uhr, Pro7 überträgt live. Dann am 25. Juni kommt endlich der Spielplan der zweiten Bundesliga raus. Und dann wollen wir mal schauen, gegen wen wir als erstes spielen und wie der Saisonverlauf sein wird, ob wir erst schwere Mannschaften bekommen, in Anführungsstriche leichte Mannschaften, denn leicht ist ja eigentlich keine Mannschaft, so wie wir in den letzten 3 Jahren das miterlebt haben. Ja, jedenfalls am 25. Juni kommt der Spielplan endlich raus. So, jetzt kommen wir mal zum ersten Thema von heute. Sven Ulreich, vor einem Jahr vom FC Bayern, wo er dort ja die Vertretung von Manuel Neuer war, wechselte vor einem Jahr zu uns, zum Hamburger SV. Ich vermute mal, ich kenne natürlich die Verträge nicht und Vertragsinhalte werden natürlich auch nicht veröffentlicht vom HSV. Aber
Ich tippe mal ganz, ganz schwer, dass er sich in seinem Vertrag hat zusichern lassen, dass er die Nummer 1 ist. Dafür spricht eigentlich auch, dass er trotz teilweise oder teilweise ja nicht so guten Leistungen in einzelnen Spielen dann nicht mal ausgewechselt wurde, wie man das in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen hat, ne? Wo heuer Fernandes dann gegen Pollersbeck ausgewechselt wurde in den letzten Spielen, weil ja die Leistung nicht mehr so stimmte und man den anderen Torwart ja mehr vertraute. Das war diese Saison nicht so. Denn Ulreich hat durchgespielt. Ja, also obwohl die Leistungen nicht immer so toll waren. So, jetzt ist der HSV nicht aufgestiegen. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, dass Sven Ulreich jetzt wieder wechselt. Eventuell wieder, man hört es, zum FC Bayern zurückgeht. Ich glaube eher, dass das damit zusammenhängt, dass Tim Walter, unser neuer Trainer, ja auch eigene Vorstellungen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Tim Walter ganz klar gesagt hat, nee, ich stelle mir jemand anderes im Tor vor. Die Leistung war nicht so, wie ich mir das oder wie er sich das vorstellt in der letzten Saison. Und daraufhin wird Sven Ulreich wahrscheinlich gesagt haben, also wenn ich hier nicht mehr ganz sicher die Nummer 1 bin, hier auf die Bank setzen werde ich mich nicht, dann wechsle ich lieber, löse den Vertrag auf, verzichte auf Gehalt. Er hat ja bis 2023 Vertrag, verzichte darauf und suche einen anderen Verein oder geht zum FC Bayern zurück. Das denke ich mir mal. Aber mal ganz ehrlich gesagt, ich finde, Sven Ulreich ist kein großer Verlust für uns. Weil ich habe auch schon im Saisonrückblick vor, ich glaube, 2 Wochen war das, ziemlich deutlich gesagt, dass ich heuer Fernandes mindestens genauso gut sehe, was die Leistung betrifft, vielleicht noch einen Ticken vor Ulreich. Und Ulreich wird einfach hier beim HSV gesagt bekommen haben, dass er nächste Saison wohl nicht mehr im Tor stehen wird. Und daraufhin hat er mehr oder weniger die Flucht ergriffen. Ist ja auch sein gutes Recht, aber auch das gute Recht vom neuen Trainer oder vom Verein zu sagen, du pass auf, die Leistung war nicht so entsprechend und wir planen anders. Aber trotzdem vielen Dank für das Jahr, Sven Ulreich. Alles Gute für die Zukunft von meiner Seite auf jeden Fall. Und vielleicht findet er einen neuen Verein, wo er Stammkeeper ist, oder er geht zum FC Bayern zurück, wo er dann wieder hinter Manuel Neuer die Nummer 2 sein wird. Ich will mal zu Jonas Bolt kurz kommen und in Verbindung damit mit Tim Walter. Was Tim Walter betrifft, bin ich immer noch geteilter Meinung, sage ich mal, ja. Ich weiß nicht, was Jonas Bolt sich dabei gedacht hat, Tim Walter zu verpflichten. Dafür sind wir einfach ja nicht nah genug dran, um das beurteilen zu können. Wir können immer nur sagen oder beurteilen, was Tim Walter in den letzten 1, 2 Jahren oder wo er als Trainer tätig war, nämlich bei Holstein Kiel und bei dem VfB Stuttgart. Und beim VfB Stuttgart wurde er ja entlassen, kurz vor Weihnachten vorletzten Jahres, wo der VfB Stuttgart auch in der zweiten Liga war und damals auf Tabellenplatz 3. Da wurde Tim Walter entlassen mit dem Vorwurf, er würde halt zu offensiv spielen und die Verteidigung vernachlässigen und, und. Ja, gut. Die Frage ist jetzt natürlich dann, was hat sich Jonas Bolt dabei gedacht, Tim Walter zu verpflichten?
Tim Walter wird sicherlich einen ähnlichen Fußball spielen lassen oder wollen wie damals in Stuttgart oder auch Kiel. Das heißt wiederum, wir brauchen entsprechende Spieler dafür. Ich weiß nicht, ob die Spieler, wie Tim Walter jetzt hier vorgefunden hat, seinen Ansprüchen genügt. Werden wir sehen. Es war ja auch im Gespräch Philipp Hoffmann vom Karlsruher SC, der Stürmer. Ich glaube, der hat 13 Tore gemacht in der abgelaufenen Saison. Da war ja der HSV dran, wollte den verpflichten. Und so wie man jetzt hört, hat wohl Tim Walter da sein Veto eingelegt. Mit der Begründung, dass die Spielweise von Philipp Hoffmann, dem seine Stärke ist es ja, die Bälle mit dem Rücken zum Tor festzumachen, nicht die Vorstellung von Tim Walter ist. Tim Walter steht eher auf schnelle Stürmer, ja, was Hoffmann einfach nicht ist. Also Tim Walter stellt sich in einem Stürmer oder wie er Fußball spielen lassen will, wie er stürmen lassen will, passt Philipp Hoffmann nicht in seine Planung rein. Das ist sein gutes Recht. Er ist Trainer, er ist verantwortlicher Trainer. Und ja, er muss entscheiden, welcher Stürmertyp oder welche Spieler er allgemein benötigt. Und darauf muss dann Bold und Mutzel reagieren und entsprechende Spieler versuchen zu verpflichten. Das ist Tim Walters gutes Recht als Trainer. Wenn er scheitert, Tim Walter, aus welchen Gründen auch immer, ich meine, das ist ja nicht ungewöhnlich, dass Trainer in Hamburg scheitern, wie man in den letzten Jahren leidvoll erfahren mussten. Ich habe ein bisschen Angst, nicht, dass Tim Walter scheitert. Ganz im Gegenteil, also ich bin guten Mutes. Vielleicht ist das jetzt genau der richtige Trainer, den wir benötigen, um da jetzt mal klare Kante auch gegenüber den Spielern zu zeigen. Wer weiß. Ich bin guten Mutes, ich habe Vertrauen in Tim Walter. Ich befürchte aber trotzdem, wenn Tim Walter scheitern sollte, was durchaus möglich ist in Hamburg, nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr, ich denke, dann steht auch der Name Jonas Bold auf der Abschussliste. Weil ich will nicht sagen, dass ja, dass das die letzte Chance von Jonas Bold ist mit dem Trainer. Aber Jonas Bold hat sich ganz klar für Tim Walter entschieden. Und wenn jetzt im dritten Jahr, wo Jonas Bold da ist, das wieder scheitert, oder der Trainer scheitert, den er geholt hat, ich glaube, dann wird es sehr, sehr eng für Jonas Bold. Und das wird mir persönlich sehr, sehr leid tun, weil ich relativ viel von Jonas Bold halte. Aber es geht ja hier nicht um, ich mag den oder ich mag den nicht, sondern es geht hier um den HSV. Es geht um Leistung zu erbringen. Es geht hier um viel, viel Geld. Und wenn man das dann, die Leistung dann nicht schafft, umzusetzen oder das Erforderliche umzusetzen, dann muss man natürlich auch damit rechnen, seinen Hut nehmen zu müssen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe sehr, sehr große Hoffnung auf Tim Walter, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich immer ein paar Vorbehalte habe, was seine Art betrifft, aber darum geht es ja nicht. Ja, es kommt ja nicht darauf an, ob ein Menschen einem sympathisch ist oder nicht. Davon hat man nichts. Es geht hier ums Sportliche, es geht um den HSV und es geht darum, möglichst wieder vielleicht vorne mitzuspielen in der neuen Saison. Und da kommt es darauf an, wie man als Trainer ist und nicht als Mensch. Ja, Transfergerüchte hatte ich schon erwähnt. Wagnermann war ja auch lange Zeit im Gespräch, dass der eventuell den HSV verlässt.
Gut möglich, weiß ich nicht. Er hat ja jetzt quasi sein Aushängeschild bei der EM U21 ja, rausstellen können, sage ich mal. Bin sehr gespannt, ob sich da Vereine melden werden. Onana ist im Gespräch, der erst vor einem Jahr aus Hoffenheim kam, der eventuell auch noch ein paar Millionen Ablöse bringen könnte. Bin sehr gespannt, was sich da entwickeln wird. Ja, dann kommen wir noch mal kurz zur neuen Saison. Ja, neue Saison, wie schon erwähnt, beginnt am 25. Quatsch, Entschuldigung, beginnt nicht am 25. Juli, Juni, sondern der Spielplan wird am 25. Juni veröffentlicht. Und ich glaube, am 28. Juli beginnt die Saison. Ja, so müsste es sein. So, und ihr habt ja schon alle gesehen, was für Kracher Vereine jetzt in der neuen Saison in der zweiten Liga vorhanden sind. Ich nenne mal ein paar Vereine: HSV, Werder Bremen, Schalke 04, der 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf. Das sind jetzt sechs Vereine, die ich genannt habe, die ich persönlich mit weit vorne sehe. Es wird sicherlich noch ein, zwei Ausreißer aus den eingesessenen Zweitligamannschaften dazu stoßen, die eventuell vorne mitspielen werden, vielleicht wie Paderborn oder Heidenheim oder auch Kiel. Ja, aber Kiel wird auch viel Spieler abgeben diese Saison. Wie gesagt, diese Mannschaften, HSV, Bremen, Schalke, Nürnberg, Hannover, Düsseldorf, die sehe ich mindestens unter den ersten 10. Auf jeden Fall. Und die großen Aufstiegsfavoriten, boah, das ist jetzt schwer zu sagen. Also, jetzt vom Namen her natürlich Schalke Bremen. Ja, ist ja ganz klar. Aber man muss sehen, wie die Mannschaften die zweite Liga annehmen. Bremen war schon lange nicht mehr in der zweiten Liga. Schalke war schon ewig nicht mehr in der zweiten Liga. Da muss man sehen, wie die Mannschaften die zweite Liga annehmen. Denn wir wissen selber aus leidvoller Erfahrung, wie schwer es ist, in der zweiten Liga sich durchzusetzen. Auch wenn man vermeintlich den stärksten Kader hat oder die vermeintlich beste Spielweise oder sonst was. Das zählt in der zweiten Liga alles nicht. Ja? Und da, das wird sehr, 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 sehr spannend werden. Und ich finde sogar, dass wir als HSV und auch Nürnberg und Hannover und auch Düsseldorf da etwas Vorteile haben, weil wir die zweite Liga schon kennen und wir wissen, wie wir da agieren müssen. Das könnte letztendlich ein kleiner Vorteil sein gegenüber Bremen und Schalke. Also, wird sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die neue Saison verlaufen wird, wie die Mannschaften gerade mit Schalke und Bremen die zweite Liga annehmen werden. Es wird nicht leicht werden. Das haben wir alle erfahren müssen. Ja, Leute, das war's schon wieder heute. Relativ kurz und schmerzlos. Ich wollte nur mal zu den aktuellen Sachen eingehen. Spätestens eine Woche nochmal. Vielleicht mache ich das jetzt jede Woche, dass ich hier ein bisschen aktuelles berichte vom HSV. Und wenn irgendwas Entscheidendes passiert, entscheidend Wichtiges, da gehe ich ganz sicherlich auch nochmal ganz, ganz kurzfristig online. So viel also für heute. Euch noch einen schönen sonnigen Sonntag. Es ist hier heute wieder tolles Wetter. Der Sommer hat endlich begonnen. Und diejenigen, die sich das heute Abend das Endspiel um die U21 Europameisterschaft gegen Portugal anschauen möchten, wie gesagt,
21 Uhr live bei oder auf ProSieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start ins Wochenende, wollte ich schon sagen. Na toll. Einen guten Start in die neue Woche. Ich wünsche euch was und nur der HSV. Tschüss.